So. Es gab so irgendwie so einen großen Fernseher, ne? Genau, das Ding ist das so direkt. Aua. Brauche ich wieder viel Scheiße. Bäh. Und dabei weiß ich nicht mal, ob das Ding wirklich so schön groß ist, wie ich dachte. Wobei doch, ich weiß doch, dann müsste doch das Ding, was ich auch am Spawn habe. Da. Nein, doch. Oh, doch, ist schon relativ groß. Das sollte eigentlich. Du bist 3x3, ne? Also, na, nee, eher so. Eher 3x2. Also, den Standfuß brauche ich nicht. Das Ding hängt da dann ja direkt an der Wand. Okay, das müsste gehen, ja. Okay, das heißt, wir brauchen einmal Leuchtglas, was auch immer das ist. Davon habe ich noch nie was gehört. So, wann wurde das erfunden? Warum habe ich verpennt? Fackel und Glas, das klingt doch einfach. Dankeschön. Also kriegt man daraus immer gleich zwei Fernseher? Ist einer, genau, okay. Nicht, dass ich wieder zu viel mache. So, wir brauchen zwei Fackeln. Hey, so. Bam. Dankeschön. Dann brauchen wir 10 Kunststoffplatten. Und wir brauchen 6 einfach integrierte Schaltkreise. Oh, wir haben genau 2. Armselig. Wir kriegen bekommen 4. Das heißt, wir brauchen noch 3x Siliziumklumpen. 1, 2, 3. Und einmal Kupferbarren. Ins Raster und Dankeschön. So, da müsste alles sein. Gut, hätte ich gleich mal. Ach, so, danke. Da, da, nein, da, danke. Nice. Jawohl. Home 2. Es ist soweit, der Fernseher kommt. Tratritel, tratrutel, tram. War das jetzt in der Mitte oder? Ja, in der Mitte. Boah, ist doch geil. So Strom sparen. Das wäre natürlich geil. Ich meine, gut, das ist natürlich nur eine optische Sache. Das Ding bleibt wahrscheinlich einfach derzeit aus. Oder an. Oder aus. Weil wenn man das im echt benutzen würde, wäre es natürlich geil, wenn man dann halt auch die Lichter hier ausschalten könnte. Damit es dunkel ist. So. Kann man jetzt hier nicht machen. Aber man kann sich zumindest nicht so hinsetzen und sieht den gesamten Fernseher, wobei von hier weit hinten echt schon ganz schön klein ist. Oder ich baue davon einfach 4 und mache so Panorama-Bildschirm. Wobei, so viel Blödsinn, da hast du ja immer dieses Kreuz in der Mitte. Oh, Kacke. Boah. So kann das erstmal bleiben. Das ist doch ganz praktisch. Sehr, sehr cool. Warum kann ich kann links und in der Mitte sitzen, aber nicht rechts. Wir erfinden so einen Müll. So. Oh. Die Viewing Angels singen vom Himmel herunter. I don't know. Nein, aber ist IPS-Technik. Egal von wo ich gucke, das Bild ist super glasklar. Also modernste Technik dahinter. Auch wenn der Rahmen ganz schön dick ist. Also, das ist ja schon. Das muss man schon sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also die Auflösung ist jetzt auch nicht gerade die beste. So. Ja. Selbst alte VHS-Kassetten konnten schon mehr. Das muss man einfach sagen. Das haut hier vorne hinten hin. Betrug aller Menschheit. Aber gut, das ist die ganze Wohnung. So, das heißt, der erste Raum ist schon mal so weit in Ordnung und wir haben schon alleine 50 Folgen dafür gebraucht. Ja, moin. Aber schon räumlich. Sehr angenehm. Mag ich. Hier hinten kann man gucken, wegen Blumenkasten oder sowas, aber letztendlich nein. So geht das schon klar.
Ja, doch, doch. Doch, das geht. Das kann man so machen. Okay. Wie gesagt, jetzt muss ich mal gucken, wie man das hier hinten macht. Mit dem schönen Schlafgemach. Ob ich mein Bett hier so ein bisschen weiter in die Mitte klatsche. Weil die Frage ist, also ich hätte halt gerne sowas, dass man so Gardinen hat beim Bett, die man dann so zuziehen kann. Aber ich wüsste nicht, wie ich das realisieren sollte. So was gibt's ja gar nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie man Gardinen im Englischen, im Englischen schreibt. Ich schreibe, ich probiere einfach mal Deutsch. Gardinen. Genau, da geht's bloß die Kleinen. Und die bringen mir genau gar nichts. Die sind viel zu klein. Brauche ich wirklich schon so Gardinen, die man wirklich so. Ja, halt am besten so groß wie das Fenster hier. Oder aber wenigstens sowas wie 3x2 oder irgendwie sowas. Oder 3x3 oder irgendwie so in der Größenordnung. Das ist natürlich. Oder ich ziehe noch so ein paar Wände ein. Das ist quasi so wie da oben. Ne, so Wände, die nicht nach ganz oben durchgehen, sondern die einfach nur so wie so eingesetzte Wände, einfach nur so ein Art Raumtrenner halt, ne? Dass ich so auf der Art und Weise mache. Problem ist halt so, Wände sind halt massiv und nicht so leicht beweglich. Sprich also, ne, dann habe ich entweder ich habe Wände, dann kann ich aber nie wieder nach draußen gucken, so vom Bett aus, oder ich habe keine Wände und dann kann man mich aber immer sehen. Nicht, dass ich was dagegen habe, aber. Genau. Ist der gerade schon neue Items? Oh ja. Ja! Nee, ein paar fehlen noch. Oder? Nee, doch. Doch, genau. Meso und Obsidian fehlt. Meso und Diamant fehlt noch. Aber alles andere ist da. Hohoho. Hahaha. Hihihi. Nice. Alles funktioniert. Offensichtlich. Sehr geil. Genau so soll das sein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wie gesagt, was denn zu viel ist, geht halt alles wieder zurück. Und dort in die drei Kisten. Und wenn die voll sind, ja, dann wird es halt doch weggeschmissen. So. Ja, was soll's. Ja. Ich bin echt ein bisschen. Ich meine, eine Küche und so brauche ich ja auch noch. Aber gut, die Küche. Sowas wie die Küche und so. Oder Küche und Bad. Das könnte man wiederum wunderbar hier oben etablieren, ne? Hast du hier eine kleine Ecke hast, kann man hier noch so zwei Wände reinklatschen. Ne, so kleine Toilette. Und hier dann gegenüber Küche oder sowas. Ne? Da wollte ich zwar eigentlich eher so Stauraum machen, aber Küche und Bad geht auch. Ist auch so schön so ein bisschen eingepflanzt hier, ne? Dass man da nicht die ganze Zeit von draußen bestaunt wird. Während man da seine Geschäfte tätigt. In dem Etablissement. Aber wie gesagt, mit dem Schlafplatz, das würde ich schon gerne hier für ein Fenster haben. Ich weiß halt wie nur nicht, wie ich das mache. Verdammte Kacke. Na gut, dann lasse ich das erstmal. Vielleicht fällt mir da noch was ein. Dann kümmern wir uns doch erstmal hier um. Und da ist jetzt die Frage. Gut, hier ist diese halt diese halbe Wand, ne? Das heißt, die Wand müsste frei bleiben. Die und die Wand können wir aber ganz normal zustellen, zubauen. Das sollte kein Problem sein. Was ist das eigentlich? Ah, Sandstein. Okay. Der gute Sandstein. Dann würde ich nämlich die beide hier, die drei wegnehmen. Und dann quasi so solche Slabs hier so hinstellen. Hier. Und dann hier. Und dann haben wir hier in der Mitte eine kleine Öffnung mit einer Tür. Und dann kann man hier drinnen
Muss ich mal gucken. Muss Toilette reinpassen. Hier passt ja in die Dusche, also die Badewanne rein. Jetzt hat man hier noch Platz für so Spiegel und sowas alles. Das sollte machbar sein. Die Küche will ich hier so komplett offen lassen. Ja. Also Sandstein. Wir brauchen Sandstein. Nicht gerade wenig, wir brauchen viel. Denn ich trinke sehr viel Bier. Gut, hat sich immer gar nicht gereimt, aber egal. In meinem Kopf klang es besser. Ich schwör's. Sandstein. So, dann brauchen wir da auch wieder. Nee, halt. Hier. Das Gerät. So, wir brauchen 9 Slabs. Haben wir schon welche? Nö, haben wir nicht. Okay. 9. Wir bekommen natürlich 10. Wobei wir können auch. Ach, komm mal jetzt. Ja, ist ja gut hier. So. Denn wir können ja aus den Sachen, die wir da abbauen, ja auch noch ein Dings darum zu machen. So, Spitzhacke habe ich dabei. Ich komme mal ganz kurz mein Inventar ein bisschen auf. Das geht ja so mal gar nicht. Du warst da oben, du warst da unten. Und du warst auch da. Ah, nee, das ist eine andere Farbe hier. Ich packe dich mal noch da. Schwarz. Davon haben wir ganz schön viel. So, Wolle haben wir jetzt auch natürlich, um ganz schön. Kann man die. Nee, die zurückbauen kann man die nicht, ne? Nee. Dann kommst du einfach da oben mit rein. Easy. So. Ja, das ist natürlich. Jetzt haben wir hier vor allen Dingen noch mal 2 Slots, die wir jetzt brauchen für diese beiden Dinger. Ganz ehrlich. Ich schmeiß die einfach weg. Schade um die schöne Farbe. Weil wir, vor allem, weil wir halt für jedes Ding Farbe brauchen. Das sind 7-mal Farbe. Ich pack die erstmal hier hin. Wenn der Platz später knapp wird, kann ich auch immer noch entscheiden, ob ich die wegwerfe oder lieber irgendwas anderes. Sowas wie das hier zum Beispiel. Ist noch genug Alternativen. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Wir brauchen. Was haben wir denn hier in dem Bad? Wir haben das Ding. Wir haben das Ding. Brauchen wir noch das Ding? Ja, das Ding, ich nicht darüber kann, das ist so ein bisschen. Na gut. Die Dinge brauchen wir auf jeden Fall auch. Viel mehr ist es nicht. Die Dinger brauchen wir eigentlich nicht. Bei der guten Waschmaschine können wir hinstellen. Aber die wieder brauchen wir auf jeden Fall nicht. Home Dekor. Was ist denn los? Warum schreibe ich immer Leerzeichen? Dekor. Badewanne. Brauchen wir Marmor. Ich glaube, wir brauchen für alles mal nur Marmor und hier diese Stahlbarren, ne? Da brauchen wir Marmor. Da brauchen wir Marmor. Okay, wir brauchen Marmor und Eimer. Ah, und Papier. Das war schon teuer. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Marmor.
Was ist denn da los? Sag mal, wie. Hallo? Da unten. Du. Ich sprühe dich voll mit Farbe. Komm her. Psst, 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 psst. Psst. Psst, psst, psst. In den Schädel. In den Schädel. In den Schädel. In den Schädel. Danke. Blöde Monster. So. Was soll ich jetzt wohl eigentlich genau, Mama? So. Wir brauchen einen Arsch voll Eimer. Die wir alle leider nicht zurückbekommen werden. Wahrscheinlich. Gib mir mal 18. So. Nummer 1. Da brauchen wir noch so ein komisches Dingsterbumster. Badezimmer, Wasserhahn. So. Die beiden haben wir schon mal. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch mal Wasser einmal für das Waschbecken. Da brauchen wir aber auch Wasser. Waschbecken. Bin ich blind oder blöd? Gut, die beiden Sachen schließen sich ja nicht aus. Ich kann ja problemlos auch beides sein. Also da ist der Wasserhahn. Den sehe ich. Siehst du, was wir da wirklich haben? Haben wir den genutzt oder haben wir diesen anderen genutzt? Verstehe ich falsch. Ja genau, wir haben den anderen genutzt, okay. Ah, da ist er! Haha! Aha! So, und der andere Wasserhahn, der war hier hinten. Ey, achso. So, dann brauchen wir auch noch eine Rolle. Von dem guten vierlagigen. Sehr schön. Papier, 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 Papier. Aber warum will Papier? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. So, und Holz. Das müsste eigentlich soweit alles gewesen sein, ne? Dich haben wir, 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 dich haben wir noch nicht. Bra. Wo bist du? Da ist er. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Nee. Haben wir keinen Kunststoff mehr? Doch, doch, da. 1, 2, wie viel waren es? 3, ne? Ja. Schmal, Wound, Glas, Tap, Table. Warte. Und Stöcke haben wir auch.
Dann einmal Fertigungsraster. Dankeschön. Gutchen, da haben wir schon mal alles fürs Bad. Mal gucken hier. Weg da. So, du kommst weg. Jetzt kommt ihr. Ach, das ist ein anderer Block. Natürlich, das ist ein anderer Block. Warum auch nicht? Klar, das ist ein anderer Block. Was hätte man auch bitte erwarten können? Also, achso, das ist einfach nur ein Slab. Ach, nimm doch am Arsch. Ach, das ist 14. Ach, nimm doch am Arsch. Ach, das ist so behindert. Diese 14. Dinger, die gehen mir so hart auf den Sack. Ich schwör's euch. Wo wird's denn jetzt? Ja. Danke. So. Das letzte können wir selber machen. Natürlich viel zu viele. Egal, kann man rekombinieren. Zum Glück bleiben wir. Sprache in den Bubble. Zum Glück bleiben wir genau 4 Dinger übrig. Von daher können wir da wunderbar die Dinger rekombinieren. Ungefähr so und so. Und bam. Easy. So, dann wollen wir erstmal hier. Und Alter, ich kann schon voll in mein Inventar. Du noch da. Und. Ist das überhaupt so richtig? Ja. Hallo? Da. Kopieren. Einfügen. Danke. Da und da. Achso, wir brauchen mal. Hier oben können wir eigentlich auch noch einen hinmachen. Mal 4 plus 2 kriege ich niemals im Leben als Blöcke raus. Kannst du original vergessen. So, voilà. Da ist noch eine Tür rein, haben wir vollkommen vergessen. Und das ist gut. Und wir haben einen Eimer zu viel, aber klar. So. Das Ding kann hier hin. Dann kann das Ding da so hin. Normalerweise würde man das Klopapier ja daran machen, aber es geht nicht. Man könnte höchstens gucken, ob es auf den Boden stellen kann. Ja. Spaß. Also müssen wir es leider hier machen. Was soll's. So. Dann du kommst nach da. Du kommst nach da. Du, mach da. Wasser fließt, sehr gut. Spiegel spiegelt nicht, wie immer. Geh doch mal an hier. Ja, Maus verzogen. So eine unverzogene Maus. So, ja, siehst du, das ist doch schon mal ein wunderschönes Bertilein. So, denn hier hat man Platz für eine wunderbare Einbauküche. Ich überlege gerade, wie sinnvoll wäre es, da unseren Schlafbereich zu machen und die Küche dann doch lieber nach unten zu verfrachten.
Weil unten, unten haben wir auch ein bisschen mehr Platz, ne? Aber wie gesagt, das Problem ist halt, dann sehe ich halt nie wieder den Sonnenaufgang beim Aufstehen oder ins Bett gehen oder sowas. Deswegen, also ich hätte schon gerne hier mein Bett. Das ist alles so verzwickt. Na gut, erstmal für die Folge sowieso erstmal Feierabend. Bis dann.